von der Friedenswerkstatt in Frankfurt. Liebe Grüße an Gunnar und Anke und die, die ich kenne, und alle, die wir nicht kennen. Und zwar geht es generell über die Überlegung, ob man Friedenswerkstätten, ob das eine Institution werden sollte vielleicht, die wir in der heutigen Zeit brauchen, die über das Einmaltreffen montags hinausgeht. So. Die Notwendigkeit eines konstanten Protests. Friedenswerkstätten. Nennen wir die Dinge doch mal beim Namen. Die Welt befindet sich in einem chaotischen Zustand. Die großen Probleme wie Umweltverschmutzung, Ressourcenschwund und permanente Finanzkrisen sind schon lange bekannt und werden thematisiert. Doch der einmal eingeschlagene Weg wird dennoch stur weiterverfolgt, als ob die daraus resultierenden Probleme, als ob es die nicht gäbe. Die machen einfach weiter, wir alle machen irgendwie zusammen einfach weiter, obwohl wir offenen Auges Richtung Abgrund laufen. Kapitalismus als totalitäre Idee. Immer mehr Länder rutschen dank wahnsinniger Risikospekulationen einiger großer Banken in die Zahlungsunfähigkeit, ganze Länder, und sind bis auf lange Zeit hochverschuldet. Sozialsysteme werden geplündert und Grundrechte immer mehr abgebaut. Die Leidtragenden sind am Ende die Menschen, wir, die plötzlich keine soziale und auch keine gesundheitliche Versorgung mehr haben, oder unsere Jugend, die immer weniger Perspektiven in diesem System entwickeln kann. Außerdem werden im Zuge der Schlacht um die restlichen Ressourcen weiterhin lokale Konflikte geschürt und damit Länder gezielt destabilisiert. Wie man an der Beispiel Ukraine, Irak, Syrien, Ägypten, Libyen, Afghanistan, Venezuela gut sehen kann. Glaubt denen nicht, die Kriege werden nicht geführt für die Menschen. Es geht ums Geld, das alles. Die ganze Situation ist alles andere als neu, aber sie wird immer dramatischer. Deutschland hat in dem Fall noch immer eine relativ entspannte Position als Exportweltmeister und beliebter Automobilhersteller. Fühlen wir uns immer noch too big to fail, to fall. Aber auch Deutschland ist nicht isoliert. Wir sind Teil eines Europas, das immer tiefer in die Krise rutscht. Und wir werden davon nicht unbeeinflusst bleiben. Wer das glaubt, der ist ein Utopist. Solidarität mit unseren Nachbarn und zuverlässige Informationen über die Verantwortlichkeiten der Finanzsystemkrise sind auch 2014 unumgänglich. Wir können in den meisten europäischen Ländern massive Proteste der Bevölkerung sehen. Das ist nicht nur in Deutschland, das ist überall, egal wo man hinguckt, gehen die Leute auf die Straße, weil sie merken, das funktioniert nicht mehr so, wir können nicht mehr so weitermachen. YouTube ist voll mit Videos aktueller oder jüngst vergangener massiver Ausschreitungen in Griechenland, Spanien, Italien, in der Türkei seit 2008. Die Menschen sind unzufrieden und frustriert. Burnout und Depression sind die meistverbreiteten Krankheitsbilder der westlichen Welt. Menschen müssen immer mehr arbeiten, um immer weniger zu verdienen, während die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft. Und ich verstehe es nicht, warum immer noch so viele Menschen einfach hier vorbeiströmen und einfach nicht innehalten, mal, tut mir leid, ich gucke euch an, ich sehe nicht, dass ihr glücklich seid. So, und da mal irgendwann mal was dran zu ändern, dass wir da gesamtgesellschaftlich eine andere Basis kriegen, scheint weniger wichtig zu sein, als weiter immer derselben Mist hinterher zu laufen. So. Also das stand jetzt nicht da drin, Entschuldigung. So. Und auch die Praxis der großen Geldhäuser und Konzerne zeigt immer, dass nichts dazugelernt wurde und man nichts dazu lernen will. Und wenn wir Millionen auf der Straße sind, die ziehen es weiter durch, wenn wir nicht anfangen, es zu ändern. Wir sagen Nein zur Bankenrettung aus Steuergeldern, ESM-Vertrag. Wir sagen Nein zu Rüstungsexporten in anderen Krisenländern, zum Beispiel Israel. Sozialabbau, Überwachungsstaat und Abbau von Demokratie. Ein Blinder mit Krückstock kann sehen, worauf das Ganze hinausläuft. Mal ganz ehrlich gesagt. Die Bürger werden so lange konsequent ignoriert, bis sie sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als gewaltsam zu protestieren. Worauf dann wiederum mit Gewalt reagiert wird. Man kann nicht von der Hand weisen, dass dieses vorherrschende Wirtschaftssystem bewusst in den Kollaps getrieben wird. Die Krisen sind nicht wie Wellen, wie Naturgewalten, dass die kommen und gehen. Die sind menschengemacht. Ja? Es ist keine Naturgewalt. Die Menschen allerdings werden so lange mit diversen Dingen wie zum Beispiel einer Fußball-WM abgelenkt, bis sie eines Tages aufwachen und vor dem Scherbenhaufen stehen, der einmal ihr Leben war. Dieses
Situation hat bereits in fast allen europäischen Ländern zu massiven Protesten geführt. Die Menschen, deren Existenzgrundlage auf einmal verschwunden ist, sind hilflos und wenden sich mit ihren Protesten an die Regierungen, die eigentlich dafür da sein sollten, in dieser Situation souverän zu helfen. Da die Regierungen diese Situation aber selbst durch Deregulierung des Finanzmarktes herbeigeführt haben und immer offensichtlicher nur die Interessen der großen Konzerne vertreten, wird die Demokratie so ad absurdum geführt. Es scheint langsam nicht mehr verwunderlich, dass Deutschland als einziges Land, geht euch das mal, begreift das mal, dass Deutschland als einziges Land in der EU kein gültiges Korruptionsgesetz hat und keine klare Verfolgung von Korruption aktiv blockiert. Was heißt das im Umkehrschluss? Man darf ganz legal Politiker bestechen. Das ist erlaubt in Deutschland. Versteht ihr das? So, und wer glaubt, dass das nicht passiert, der ist ein Fantast. Wie lange kann man die Menschen noch von den hochdramatischen Lagen, in der wir uns alle befinden, ablenken? Es ist an der Zeit, den Menschen Raum zu geben, die diese Entwicklungen sehen und Lösungskonzepte erarbeiten wollen. Und genau hier kommen soziale Bewegungen wie Occupy und die neue Friedensbewegung ins Spiel. Das aktuelle Phänomen der Montagsmahnwachen, die es mittlerweile in über 120 Städten in Deutschland, Österreich, Schweiz und Holland gibt, zeigt ganz deutlich, dass eine große Masse kritisch denkender Bürger existiert, die sich nicht länger täuschen lassen und die Verantwortung für unsere Zukunft übernehmen wollen. Also dafür bin ich mit hier. So. Sie fordern eine nachhaltige Wirtschaft, einen verantwortungsbewussten Umgang mit dem Planeten, eine neue Art der Demokratie, die nicht nur auf dem Papier steht oder zentralistisch und totalitär ausgerichtet ist, sondern Mitbestimmung und Macht auf lokaler und regionaler Ebene stärkt und wieder ermöglicht. Dass nicht mehr irgendwie in Brüssel irgendwelche Leute, die keiner gewählt hat, die kein Mensch kennt, mehr als die Hälfte der Gesetze in diesem Land erlassen, wo wir uns alle danach richten und uns keiner gefragt hat. Ja? Ja. Die Menschen wollen zusammenkommen und miteinander reden, sich austauschen und gemeinsam neue Ideen entwickeln oder bereits vorhandene Ideen, die vom Mainstream blockiert werden, endlich umsetzen. In Frankfurt hat sich vor, ich glaube, zu mittlerweile 35 Tagen die erste permanente Mahnwache gebildet, die genau dafür Raum und Zeit bietet. Die sogenannte Friedenswerkstatt ist Anlaufstelle interessierter Bürger und Treffpunkt diverser Aktivistinnen, die hier gemeinsam Konzepte und Ideen entwickeln. Friedenswerkstätten erfüllen so einen doppelten Nutzen. Sie mahnen und informieren nicht nur, das mahnen sie natürlich auch, sondern stellen auch die Möglichkeit der Begegnung, Kommunikation und Vernetzung von Einzelpersonen, Initiativen und Vereinen und Gruppen dar. Des Weiteren fungieren permanente Mahnwachen als wichtiger Think Tank, und das ist ein Begriff, da sollten wir mal drüber nachdenken. Denn vieles von dem, was in der Welt so schlecht läuft, wird von Think Tanks gemacht. Und das, was wir hier machen, auch wenn es gerade so eine Riesenherausforderung ist, weil jeder so viele Ideen hat, ist auch nichts anderes als ein Think Tank. Aber mal was für was Positives und nicht für den ganzen Mist, wo sich die anderen Think Tanks so Gedanken drum machen. Fungieren permanente Mahnwachen als wichtiger Think Tank, der den Menschen den unkommerziellen Raum gibt, der ihnen zusteht, damit sie nicht passiv mit ansehen müssen, die Regierung und Politiker sehenden Auges weiter in den Abgrund fahren. Das machen sie nämlich. Die holen uns alle mit, wenn wir nicht anfangen, Alternativen zu entwickeln. Die werden es nicht machen, vergesst es. Verantwortungsbewusste Bürger scheinen nicht erwünscht zu sein. Es sieht vielmehr danach aus, dass man den Karren bewusst vor die Wand fahren möchte, beziehungsweise nur die Vorteile einiger weniger sichern will. Wie können wir alle, die wir diese Entwicklung erkannt haben, einen sofortigen Richtungswechsel erreichen? Der einfachste und schnellste Weg wäre der, in jeder Stadt mit den Montagsmahnwache sofort auch eine permanente Mahnwache einzurichten. Mal vorgestellt, das wäre schon geil, ne? Sagen wir mal so, ob wir das jetzt hier in Saarbrücken direkt realisieren können, aber ich möchte den Gedanken gern mal im Orga-Team mit ansprechen. Zeigen wir unserer Regierung, dass wir nicht mehr bereit sind, im Hamsterrad mitzulaufen.
sondern aktiv an der Gestaltung unserer aller Zukunft teilhaben wollen. Gründen wir hunderte von Friedenswerkstätten und geben wir uns den Raum und die Zeit, die uns zusteht und die wir alle benötigen, um Schlimmeres zu verhindern. Nutzen wir unsere verbürgten Rechte und manifestieren den Protest da, wo er hingehört und für alle sichtbar wird, im öffentlichen Raum. Rückfragen zum Aufbau einer permanenten Mahnwache bitte an. Steht eine Telefonnummer, kann sich ja jeder lesen, ich kann es auch sagen, 01575 4270877. Vielen Dank an die Arbeit, an die Gedanken, die ihr euch gemacht habt, an die Friedenswerkstatt in Frankfurt. Ich denke, wir werden uns mal drüber halten, inwieweit wir vielleicht zumindest ein Friedenscamp, solange das Wetter noch schön ist, irgendwie realisieren können. Wäre ja auch schon mal geil, so 2, 3, 4 Wochen, oder? Können wir mal gucken. Vielen Dank für die Inspiration und haltet weiter durch. Wir machen es auch, oder?